Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Prism Architect, und zwar in der 32, in der Alpha 32. Ja, mir ist leider aufgefallen, zu meinem Bedauern ist mir das aufgefallen, nachdem ich das letzte Video hochgeladen habe, ist mir aufgefallen, dass ich zu schnell war. Ich war einfach zu rasant dadurch. Ich habe gar nicht richtig erklärt, um was es eigentlich geht. Und das werde ich jetzt mal schnell nachholen. Ich werde das jetzt einfach mal nachholen. Und zwar Prism Architect, wie der Name schon sagt, da wird ein Knast gebaut. Du sollst einen Knast bauen, eine Besserungsanstalt, eine Haftanstalt, wie auch immer. Mit allem Schickimickis, alles was dazugehört. Von der Zelle hin bis zur Dusche, über ja, Kantine, was gehört da noch zu? Den Hof und alles was dazugehört. Und damit die ganze Geschichte auch richtig rund läuft. Und ich habe dann, wie gesagt, einen Deutsch-Mod mit drin. Es gibt verschiedene Mods, die kann man runterladen bei Steam. Ich werde den Link auch in die Beschreibung packen. Und und wenn du ein neues Gefängnis entstellst, das klicke ich mal drauf. Da kannst du aussuchen, wie groß das ist. Klein, mittel, groß, kann man sich ja aussuchen, ne? wie man am besten starten will. Also wir haben ja ein kleines genommen. Dann heißt das, nehmen wir das hier mal raus. Klein. Dann haben wir Nebel angemacht. Nebel, das heißt, wir können nicht in Räume reinschauen, wo keine Wachen sind. Oder wo keine Überwachungskameras drin sind. Da können wir nicht reingucken. Dann haben wir Wälder. Die haben wir angemacht. Das sind die ganzen Bäume, die da sind. Wenn man die ausmacht, dann hast du natürlich keine Bäume. Dann kannst du schneller bauen. Die steht dir nichts im Weg rum, was die erst abholzen müssen. Aber das Holz, das kannst du extra verkaufen. Und das kannst du auch in deiner Werkstatt später benutzen. Da können die mit arbeiten. Seen, da kannst du hier zufällig, wie schon steht, Seen werden da generiert. Und auf Seen kann man nicht bauen. Da musst du halt eben so deine Gebäude planen, dass du da drum rum baust. Bin ich der Meinung. Also ich bin da nicht ganz sicher. Also da muss ich echt sagen. Ruinen. Ja, Ruinen, dann sind da Gebäudereste, die stehen da auch natürlich rum, die müssen auch erst entfernt werden, wenn du da baust. Da hast du natürlich auch ein bisschen Material. Und Niederlagenbedingungen, das heißt dann, wenn du ja zu viel Scheiße baust, wenn du zu weit in die Minus, ins Minus rutscht, dann ist die Gefahr, dass du selber einsitzen musst in deinem eigenen Gefängnis. Und das ist natürlich ein bisschen Panne. Und unbegrenztes Kapital, das heißt ja, so wie das schon da steht, dann hast du natürlich Kohle ohne Ende, kannst du bauen wie ein Wahnsinniger. Und brauchst dir auf nichts irgendwie ein Auge halten, brauchst dir da keine Kopfschmerzen mitmachen. So, da gehen wir aber raus. Wir haben unseren Knast, ja. So, gehen wir da mal raus. So, Pause. Gehen wir hier mal runter. Das ist ja das, was wir letztes Mal gemacht haben. Und wir haben hier unsere To-Do-Liste natürlich, da wird angezeigt, was wir gerade an Subventionen abgeschlossen haben, was wir noch zu machen haben. Ja, bau einen Hof, der Hof fehlt uns noch. Und zum Beispiel jetzt hier, die Übergangszelle haben wir fertig, Duschraum haben wir fertig und so weiter und so weiter. Und es wird angezeigt, was du da noch für Kohle kriegst. Dann hast du hier Forschungsmenü, das haben wir jetzt ja freigeschaltet, weil wir einen Direktor eingestellt haben. Wenn ich jetzt darauf klicke, können wir hier Forschung betreiben. Das kostet uns natürlich jedes Mal Kohle und das dauert auch immer ein kleines Stückchen. Eine Buchführung ist natürlich benötigt. Die können wir mal machen, wenn wir schon dabei sind. Und Sicherheit brauchen wir auch. Das ist ein Sicherheitsdirektor. Da kannst du Gefahrenstufen für deine Gefangenen freischalten. Und das ist neu, Recht. Das ist ein Rechtsanwalt natürlich. Und da sind so einige neue Sachen zwischen, die weiß ich selber noch nicht, aber das werden wir dann schon rausfinden mit der Zeit. Die Wartung werden wir auch nochmal freischalten. Das ist dann, schaltet den Vorarbeiter frei. Mit ihm kannst du die Werkstatt, weitere Personalbereiche sowie ein Werkzeug zum Klon von Baubereichen freischalten, also ein Klon. Kannst du das Klon freischalten. So, dann gehen wir mal raus. Dann haben wir hier unten Fundamente. Wir fangen mal hier links an. Fundamente kannst du bauen. Kannst du hier
Ziegelfundamente oder Betonfundamente und das Ganze natürlich auch wieder abreißen, so wie du Lust hast. Dann hast du hier deine ganzen Materialien, nicht? Dreck. Das ist dann so wie für die Wege. Gehwegplatten, Gras, kannst du ein bisschen Gras fürs Schicker machen halt. Kies genauso, Asphalt, Steinplatten. Hier ist ein Zaun, den haben wir auch gesetzt hier. Das ist unser Zaun, den haben wir einmal drumherum gemacht, damit unsere Jungs da nicht abhauen. Dann haben wir Sand, Beton, Parkett, das ist für drinne. Keramikfliesen auch für drinne, für schön aussehen. Und so weiter und so weiter. Betonmauern hier, Ziegelmauern und der Sicherheitswall. Das ist naja, den habe ich auch noch nicht gebaut, aber da werden wir sicherlich noch zu kommen. Und ja, wenn deine Jungs dann später mal ein bisschen in Gange sind und da Tunnel graben und da abhauen wollen, dann kannst du den Tunnel damit wieder auffüllen. Haben wir hier, dann kannst du, nicht? Und dann haben wir hier die Räume, was wir auch gemacht haben. Kantine zum Beispiel hier oder die Küche. Hast du hier deine Räume, Zellen, Übergangszelle. Und zeigt dir auch an, was du hast und wie viel du davon hast. Büro haben wir hier, Besucherzimmer, Gruppenraum, den brauchen wir noch, Personalraum, die Kapelle. Ja, und was in der 32 auch noch neu ist, habe ich gehört, habe ich gelesen, ist, wir haben auch den Todestrakt jetzt. Wir haben den elektrischen Stuhl. Tja, Einrichtungsgegenstände. Und hier wird dir angezeigt, was du hast, also was du bauen kannst. Bett, Toiletten, Tisch und so weiter. Der ganze Kanapé, der Lampen und so weiter. Und wenn du hier drauf drückst auf Plus, der zeigt dir alles an, was du hast oder was du benutzen kannst. Aber einige Sachen sind noch hier grau unterlegt, die können wir noch nicht benutzen, weil uns dann natürlich auch da so ein paar Sachen noch fehlen. Richtig, richtig. So. Was haben wir hier unten noch? Und du kannst natürlich Sachen verkaufen. Wenn du zu viel gekauft hast, dann kannst du das verkaufen. Und wir haben auch eine Bücherei. Das ist auch neu. Dann gehen wir hier zu Personal. Hier wird dir angezeigt, was du an Personal hast und was du einstellen kannst. Das fehlt natürlich noch alles hier. Gärtner, bewaffnete Wachen, Arzt und so weiter und so weiter. Das fehlt uns alles noch. Das müssen wir alles noch erforschen. Dann haben wir hier die Versorgung. Das ist ja dann Wasser und Strom. Und Monitore, Kameras, das können wir nachher alles später einbauen. Abhörgeräte. Und so weiter und so weiter. Dann haben wir, was haben wir hier? Stationierung. Da müssen wir auch erst erforschen, was das, damit wir das freigeschaltet kriegen. Da können wir Personal stationieren in bestimmten Bereichen. Logistik. Da kannst du die, wie es da steht hier, weise deine Gefangenen Arbeit in deinem Gefängnis zu. Du kannst, versteht das? Zudem kannst du, oh, jetzt bin ich weggegangen, da, ich Trottel. Zudem kannst du Kantine und Wäscherei manuell kontrollieren. Siehst du, Schmuggel. Da kannst du sehen, wo was geschmuggelt worden ist und was geschmuggelt worden ist. So kannst du das natürlich auch ein bisschen unterbinden. Und hier hast du für Notfälle, wenn das alles ein bisschen sehr, sehr kritisch wird, dann kannst du das Überfallkommando rufen. Die stürmen dann deinen Laden und sorgen wieder für Ordnung. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Klon, das brauchst du später, wenn wir unseren Gefängnis, den Zellentrakt bauen. Wenn du jede einzelne Zelle baust, ist natürlich ein bisschen aufwendig. Und dazu hast du das Klon, dann kannst du das kopieren und dann ist ein bisschen schneller das Ganze. Und hier ist das, ja, mein beliebtes Teil, das Planungsteil. Planung, da können wir planen, Wände planen, Einrichtung planen und Routen planen. Wenn ich jetzt Routen planen würde, könnte ich hier so einen Weg. Jetzt zeige ich mir das an. Das ist ein, da plane ich dann eine Wegstrecke, die ein Wärter später laufen soll. Das brauchen wir jetzt aber nicht. So. Das war das soweit. Was haben wir hier noch? Razzia. Wenn du darauf klickst, dann ja, wird sofort alle deine Wachen begeben sich sofort in die Zellen und durchsuchen die. Was natürlich für ein bisschen Unstimmung bei den Gefangenen hervorruft. Das ist also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Genauso abriegeln. Da werden sofort alle Türen geschlossen. Komplett alles dicht gemacht. Und Arrest, das werden alle Gefangenen in die Zellen geschickt und natürlich auch eingesperrt. Und
Naja, das ist alles so eine Sache, die muss mit Vorsicht genossen werden, weil wenn du deine Gefangenen zu sehr auf die Füße trittst, dann werden die ein bisschen sauer. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Also ist für einen Notfall gedacht. Und dann haben wir hier unser Klemmbrett. Da können wir sehen, was wir an Personal haben, welche Gefangenen wir im Moment haben. Wir haben ja noch keine, die werden ja sicherlich bald kommen. Was steht da? Hier in 27 Minuten kommen sie. Dann kannst du sehen, was eingeliefert werden soll. Kannst hier einstellen, wie viele davon, das Verhältnis. Und ja, Schwerverbrecher haben wir noch aus. Und da kannst du sehen, was du dafür an Kohle bekommst pro Gefangenen. So, was haben wir denn noch? Jetzt gehen wir weg. Da haben wir Aufgaben. Da kannst du sehen, was deine Leute gerade machen. Was jeder einzelne deiner Angestellten gerade tut. Und wie viel gerade frei haben. So, hier Personal, was ist das? Bedürfnisse können wir noch nicht. Doch, folgende Bedürfnisse sind benötigt. Psychologe, wir brauchen natürlich einen Psychologe dafür. Den haben wir noch nicht. So, hier ist der Tagesplan. Da können wir einstellen, wann die schlafen sollen, wann die duschen sollen und so weiter und so weiter. Wann sie essen sollen, Hofgang, wann sie später auch arbeiten sollen. Das können wir hier genau festlegen und wir können das auch für jeden einzelnen Typ der Gefangenen einstellen. Also für Kleinkanovenverbrecher und für Schwerverbrecher können wir separat, sodass sie nicht zusammen jetzt zum Beispiel essen sollten. Regelwerk muss noch erforscht werden, ist noch nicht so weit. Subventionen, das haben wir auch gemacht. Da verdienen wir unsere Kohle mit. Und da können wir sehen, was wir an neuen Sachen machen müssen. So, was haben wir noch? Programm. Sicherheitsunterweisungen, Kücheneinweisungen, Lehrstelle als Tischler und so weiter und so weiter. Das haben wir aber auch noch nicht, weil wir brauchen dafür auch einen Trainingsraum und eine Schulbank halt eben. Das fehlen uns noch. Finanzen, da fehlt uns noch die Buchhalterin. Da können wir später auch Kredite nehmen und auch wieder zurückzahlen und so weiter und so weiter. Und Gefängniswertung, das ist genauso wie hier oben auch. Das ist hier auch Gefängniswertung. Da zeigt es an, wie wir gerade wirtschaften, wie das bei uns gerade aussieht. So, das machen wir jetzt aus. Dann haben wir das soweit durch. Ich habe das einigermaßen vernünftig erzählt. Was fehlt uns noch? Was haben wir hier gemacht jetzt? Genau, der Hof fehlt uns noch. Dann müssen wir hier mal Räume wieder nehmen. Und den Hof, wo war der jetzt? Da ist er. Den Hof markieren wir hier. Zack. So, Größe 5x5, die haben wir ja. Und gesichert, minimal eine Tür. Tür haben wir drinnen, der Zaun fehlt natürlich noch. Lassen wir wieder weiter laufen hier. So, was wir jetzt noch machen können, ist natürlich Einrichtung, Materialien, einen Weg bauen. Nur in Gebäuden. Betonplatten. Laufgeschwindigkeit schnell. Die kosten uns 10 pro Quadratmeter. Okay, die müssten wir hier mal setzen. So, die setzen wir uns hier mal her. So, die neuen Gefangenen kommen. Halt, stopp. So. Da genauso. Da auch vor dem Eingang. So, die neuen Gefangenen kommen. Da kommen sie. Und das ist auch neu. Sie kommen jetzt im Bus. Nicht wie vorher kamen sie nämlich im offenen LKW, also im Transporter. Und das sah ein bisschen sehr doof aus, fand ich persönlich. So, da sind sie. Da sind sie. Und die werden jetzt abgeholt von den Wärtern und in die Übergangszelle gebracht. Siehst du wohl. So, jetzt werden wir hier nochmal einen Weg hoch machen. Zack, dahin. Da auch. Dann sind die ein bisschen schneller unterwegs mit unseren Freunde hier. So, da auch. Was haben wir denn für Gefangene? Können wir da mal schauen? Suchen wir das mal aus. Was haben wir hier für Jungs? Können wir uns mal die Legende angucken? 17 Jahre.
Schuldig. Okay. Abgesessen 5,7 Jahre. Was hat er denn gemacht? Ach Gott, deswegen, das ist ja leider noch nicht übersetzbar. Naja, Charakter, Ruf, Aktivität, Abregelung. Eine Stunde im Gefängnis. Kürzliches Fehlverhalten, keine. Okay, Bewertung, Bestrafung 10, Reformierung. Guck, das kann ich einstellen. Oder das zeigt er mir später an. Sicherheit, Gesundheit, alles klar. Alles gut mit ihm. Und dann raus. Was ist mit ihm da? Nein. Wo ist er jetzt? Da ist er. Was ist das für einer? Kidnapping. 6 Jahre. Okay. Noch so einer. Naja. Das läppt. Ich glaube, wir müssen aber auch noch wieder einstellen. So, die sind zufrieden soweit. Die Küche läuft. Und hier kann man den Nebel sehen. Was ich mit Nebel meine. Was macht er da jetzt? So. Wie gesagt, hier kann man den Nebel sehen. Und das ist das, was... Wir können zum Beispiel hier nicht reinschauen. Wenn die jetzt hier reinlaufen würden, können wir nicht sehen, was sie machen. Ist genauso hier. Können wir nicht sehen, was da drin ist. Erst wenn da einer reinläuft. Von den Wachen oder von dem... Aber dann zum Beispiel, wenn da einer reingeht. Das könnten wir denn erst sehen. So, was haben wir noch? Der ist schon mal da. Was haben wir jetzt noch gemacht? Wir werden erstmal, das hier werden wir kurz ausschalten. Keine. Weil wir... Warte mal, stopp mal. Subventionen wollen wir mal schauen. Gefangene Aufgaben. Wo waren die Subventionen? Da sind sie. Die haben wir fertig. Was haben wir hier? Bau eine Krankenstation, stelle mindestens 2 Ärzte ein und einen Psychologen. Was haben wir? Gefängnispflege, Wartung frei, Bezugrecht, Zellblock A haben wir noch nicht. Okay. Psychologe, Krankenstation, stelle einen Psychologen ein, benötigt ein Büro, stelle mindestens 2 Ärzte ein. Eine Krankenstation brauchen wir natürlich auch. Und Gefängnispflege, Hausmeister, Gärtner, Vorarbeiter, Besucherrecht, bau ein Besucherzimmer. Platziere mindestens 2. Ja, ein Besucherzimmer wäre nicht schlecht. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Bildungsreform, Personalwohlfühl. Was steht da? Wohlfühlinitiative. Richte einen Personalraum. Okay, nein. Wir machen. Sollen wir das von oben weiterarbeiten? Gefängnis, Besucherrecht. Wir machen das Besucherrecht. Das nehmen wir mit dabei. Warum ist da Stromproblem? Kann mir das mal einer erzählen? Da ist kein Strom. Gut. Kabel. So, gehen wir hier mit Strom längs. Dann müsste das doch funktionieren, oder nicht? So, Strom haben wir eigentlich überall. Das ist okay, das ist gut. Haben wir da noch keinen Zaun gebaut? Materialien haben wir da keinen Zaun. Wir haben gar keinen Zaun gebaut. Oh, wie peinlich. So, darunter, dahin, dahin und da hoch. So, das nehmen wir mal wieder weg. So, bin dann am fixen Zaun gebaut. Den habe ich doch glatt vergessen. So, jetzt können wir da nicht reingucken. Jetzt gehen wir nämlich rein. Holt er da 2 raus. Wenn ich jetzt den Beamten, wo ist er jetzt da? Wenn ich den jetzt hier reinschicken würde. So, gehen wir hier rein. Jetzt geht er hier rein. Und zack, können wir reingucken. Können wir sehen, was da drin los ist. So, den lassen wir aber hier wieder hier raus. So, die haben auch erstmal zu essen. Dreckige Tische, so wie es aussieht. Okay. So, wir müssen weiter was schaffen. Und zwar brauchen wir auch noch... Was haben wir denn noch an Kohle? 40.000. So, ich mache es kurz auf Pause hier. Buchhalter. Schalte Buchhaltung frei. Wo war das jetzt? Da oben. Forschung. Buchhaltung. Ist noch am Arbeiten. Die Wartung haben wir gleich freigeschaltet.
Mikromanagement ist neu. Richtlinien brauchen wir. Psychologe Gesundheit. Recht. Gut, ist gleich fertig. So, was waren wir jetzt? Was war? Mahlzeit ist da. Essen ist genug da. Besucherzimmer müssen wir anstellen. Müssen wir bauen. Und zwar, wo bauen wir das denn hin? Das Lager wird eigentlich viel zu klein. Wir sollten das Lager woanders hin machen. Wir planen erstmal ein bisschen. Planen ist mal gut. Und zwar, wir können da ja das Besucherzimmer machen. So. Und dann nehmen wir hier nochmal her. Das wird unser Lager. Genau. Pass mal auf, machen wir hier mal ein Fundament. Jungs, baut mir ein Fundament. Und da auch. So. Ist in Arbeit. Dann wird das hier unser Lager. Dann haben wir wesentlich genug Platz. So, wir schleppen den Kram da nämlich wieder raus, was wir da eingelagert haben. Und dann wird das hier unser Besucherzimmer. So, die stiefeln wieder zurück in ihre Zelle. Oder hier im Hofgang. Haben sie jetzt Hofgang? Ich weiß es gar nicht. Wir können mal kurz schauen. Aufgaben. Nein, wie war das Tagesplan? Da ist er. Was haben wir jetzt? Jetzt ist da Hofgang. Die haben Hofgang und danach ist wieder nichts in Freizeit. Dann haben sie um 8 und 9 Uhr abends haben sie Essen. So, hier oben können wir es einstellen, nämlich niedrige und normale Gefangene. Das können wir separat. Wir haben ja noch keine Schwerverbrecher, also wenn wir Schwerverbrecher hätten, hätten wir noch eine Spalte mehr, wo wir das einstellen können. Aber die haben wir ja noch nicht. So. Das haben wir. Was ist denn noch? Baue einen Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum werden wir auch machen. Den werden wir neben dem Hof bauen. Und zwar machen wir das so angenehm groß. So, das wird unser Gemeinschaftsraum. So, da wird ein Fundament gemacht. Benötigt einen Eingang. Eingang, Räume, Materialien, Türen. Wo haben wir Türen? Warte, das ist hier. Das machen wir wieder kleiner hier. Wir brauchen nur das, was wir Personaltüren. Eine ganz normale Tür kommt hier rein. So, da kommt eine Tür rein. Das ist auch soweit fertig. Dann wollen wir hier nochmal eine Mauer ziehen und eine Tür setzen. Die Personaltür, die kommt hier unten rein. Zack. Und die nehmen wir raus. Da kommt eine Gefängnistür rein. Ne, die müssen wir erst entfernen, ne? Wie war das noch? Demontieren. Aufgaben bearbeiten. Ist in Bearbeitung. Ach so, okay. Das wird gemacht. Dann können wir hier nämlich mal Wände machen. Wo haben wir Materialien? Da. Eine Ziegelmauer. Und zwar, die setzen wir mal ein bisschen weiter runter. Machen wir da mal hin. Und natürlich hier. Und da auch. So. Die Tür ist weg. Dann kommt eine Gefängnistür rein. Wo haben wir sie jetzt? Da ist die Gefängnistür. So. Die müssen wir mal drehen. Da kommt eine Gefängnistür rein. So. Denn Räume. Lager. Wo haben wir das Lager? Da ist das Lager. Das Lager kommt nämlich hier rein. So. Und Besucherraum. Wo finde ich den jetzt da? Besucherzimmer. Das wird unser Besucherzimmer. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da muss natürlich noch Strom rein. Das werden wir jetzt mal erledigen. Stromkabel liegen. Und zwar gehen wir hier mal runter die Kabel. So. Und da links. Das ziehen wir einmal hier direkt rein. So. Das müsste eigentlich lang. So. Und das hier. Ja, das müsste eigentlich reichen. Und dann müssen wir hier nochmal Strom rein haben. So, da auch nochmal Strom rein. Denn brauchen wir die Ziegelmauer. Die setzen wir nämlich hier hin. So. Und eine Tür. Wo haben wir eine ganz normale Tür? Einrichtung. Eine Tür. Kommt hier auch noch eine Tür rein.
vom Hof aus. So. So, und dann ist das unser Räume, unser Gemeinschaftsraum. Gruppenraum heißt das. Ein Gruppenraum. So. Den haben wir auch. Besucherzimmer, da fehlt noch ein bisschen was. So, mal schauen, was uns da fehlt. Zeigt uns ja an. Innenliegen ist klar. Besuchertische. Da müssen wir erstmal Einrichtung haben. Besuchertische. Wo waren die noch gleich? Zeigt mir die gar nicht an. Billard. So. Besuchertische. So, die bauen wir hier mal ein. Da mal einen hin. So. So, haben wir auf jeden Fall genug. Haben wir da auf jeden Fall genug. So, und dann nehmen wir das unten mal weg. Was ist das? Nee, das ist schon in Ordnung. So, das da. Das nehmen wir weg. Und das auch. Das stört mich so ein bisschen. So, die gehen wieder zum Essen. Das ist eigentlich ein bisschen sehr dunkel hier. Wir brauchen noch ein bisschen Licht. Wo haben wir Lampen? Irgendwo hatte ich die Lampen gesehen. Sprinkleranlage, die brauchen wir noch nicht. Lampen sind da, sind Lampen. So, die brauchen wir so ein bisschen Licht hier. So, da noch ein bisschen Licht hin. Schön beleuchten das Ganze hier. Wir wollen hier nicht im Dunkeln rumstiefeln und irgendwas übersehen. So, hier oben auch. So. Genau. Schön viel Licht. So, da auch noch. Gut. Soweit, so gut. Da ist immer noch kein Strom. Wieso ist da immer noch kein Strom? Wo ist das Problem? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Also ist mir ein Rätsel. So, Besucherraum haben wir jetzt auch. Ich platziere einen Billardtisch und zwei Fernseher. Mindestens 5 Telefonzellen. Die müssen wir auch noch. Und das machen wir fix mal. Einrichtungen. So ein Billardtisch. Da ist ein Billardtisch. Den bekommt ihr natürlich. Und was war das noch? Telefonzelle. Wo finde ich eine Telefonzelle? Da ist eine Telefonzelle. Die kommt hier natürlich. So, das ist auf jeden Fall reichlich. Kann mir keiner erzählen, dass da was fehlt. Und zwei Fernseher war das noch, genau. Fernseher, da ist ein Fernseher. Den werden wir doch mal hier hin platzieren. So, zack, da einen hin. Und da auch nochmal einen hin, so. Das ist doch schon mal schön. Dann brauchen wir ein bisschen Stühle. Wo haben wir die Stühle? Da oben haben wir den Stuhl. So, die werden wir hier nochmal platzieren. So. So hin. So. Könnt ihr euch auch hinsetzen. So, das läuft. Das funktioniert. Jetzt ist mir natürlich das noch im Auge. Das muss nochmal weggenommen werden. Halt, stopp. Nee, was mache ich denn da? So. Zack. Das muss auch weg. So. Ja, dann haben wir das soweit zurecht. Das läuft, das funktioniert. Das Lager ist natürlich jetzt schön groß. Und hier haben wir das Holz von unseren Bäumen. Das könnten wir theoretisch nachher schön verkaufen. Aber das wollen wir behalten für die Arbeit später, die sie verrichten sollen in der Werkstatt. So, was haben wir noch? Angestellter erschöpft. Einer. Baue einen Personalraum. Ich muss einen Personalraum bauen. Ja. Was haben wir denn an Subventionen? Wo waren sie jetzt da? Verwaltung. Buchhalter, Buchhalterinnen. Das haben wir schon. Das haben wir erledigt, das eine. Gefängnispflege. Wartung. Wohlfühlgeschichte hier. Personalraum. Errichte einen Personalraum. Das machen wir auch. Das ist in Arbeit. Dann können wir das gleich mitnehmen. So. Kurz mal hier raufschauen.
Okay. Wartung ist freigeschaltet. Schaltet ein Vorarbeiter frei. Mit ihm kannst du die Werkstatt, weitere Personalbereiche sowie ein Werkzeug zum Klonen von Baubereichen freischalten. Sehr schön. Wo haben wir das? Klonen. 1500. Reinigung. Gartenpflege, Reinigung. Ah, okay. Das machen wir auch frei. Das machen wir auch frei. Wenn wir schon dabei sind, Zwangsarbeit. Gartenpflege. Recht. Kosten 5000. Zwangsarbeit machen wir auch. So. Da haben wir Überwachungskameras. Stationierung. Richtlinien. Das machen wir auch frei. So. Dann haben wir das soweit. Jetzt schlafen die kleinen Knechte. Sehr schön. So soll es sein. Genau. Was macht ihr da draußen? Okay. Soweit, so gut. Dann haben wir für nächstes Mal noch 52% ist das hier. Personalraum. Siehst du, dann haben wir schon ein paar Leute da. 8 Gefangene haben wir bis jetzt. Wir haben bestimmt noch Platz für ein paar mehr. Dann können wir das mal wieder freischalten und dann mal sehen, was in der nächsten Folge so passiert. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch einen Kommentar. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ihr wisst ja, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und schreibt mir natürlich auch in die Beschreibung, in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet, ob ich das weitermachen soll oder nicht. Würde mich echt interessieren. Wie gesagt, schreibt es da rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.